Für den blonden Engel brauchen wir Sahne. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter in dem Becher. Und Eierlikör. Ihr könnt selbstgemachten Eierlikör nehmen oder halt auch gekauften. Ich habe jetzt hier den gekauften. 500 Milliliter Milch und 2 Esslöffel Honig und 2 Teelöffel Spekulatiusgewürz. Als erstes geben wir die Milch mit dem Honig und dem Spekulatiusgewürz in einen Topf und kochen das Ganze einmal auf. In der Zwischenzeit können wir die Sahne schon mal aufschlagen. Sobald das Ganze einmal aufgekocht ist, nehmen wir es von der Herdplatte runter und geben dann etwa 200 Milliliter Eierlikör dazu. Dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr könnt es in Teegläser oder Glühweingläser, was ihr gerade da habt, abfüllen. Gebt einfach von der Sahne oben drauf, verziert das Ganze mit Kakao, Zimt oder Spekulatiuskeksen und dann ist das Ganze schon servierfertig. Passt auf, es ist wirklich heiß, nicht dass ihr euch verbrennt. Ich hoffe, meine Variante von dem blonden Engel hat euch gefallen. Es ist wirklich super lecker, eine schöne Alternative zu Glühwein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über positive Bewertungen, auch über ein Abo. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!